Ja, moin zusammen. Da bin ich mal wieder. Schlitz und Zapfen mit der Kreissäge. Nichts Besonderes, gibt's schon öfter, aber ich habe es jetzt dann auch endlich mal gemacht und habe immer eine Vorrichtung dafür gebaut. Das ist mein erster Versuch. Den sieht man gleich am Schluss noch etwas besser. Das ist meine Vorrichtung. So simpel wie es nur geht. Wieder mal alles aus Resten, wie bei mir üblich. Beziehungsweise das, was eben noch da war. Ich habe da jetzt nichts Neues für gekauft. Und es geht jetzt einfach nicht nur um diese Vorrichtung, die gibt es millionenfach, die hat jeder wahrscheinlich in seiner Werkstatt. Mir geht es auch darum, einfach ja, klar zu zeigen, wie ich die gebaut habe. Ich habe ja gewisse Einschränkungen auch beim Schiebeschlitten und vor allen Dingen gibt es aber halt eben auch Aspekte zur Sicherheit. Die habe ich einfach auch mal mit reingebracht. Da kann halt auch viel schief gehen, wenn man da unvorsichtig ist und deswegen habe ich einfach das Video gemacht. Für den einen oder anderen ist es vielleicht interessant, also guckt zu und bis später. So, jetzt wird es wieder spannend. Jetzt muss das Teil so da dran. Und dann sitzt hier der Winkel. Das muss jetzt wieder alles genau auf Maß sein, beziehungsweise winklig. Und um jetzt das Teil erstmal mit dem zu verbinden, halbwegs stabil, setze ich jetzt hier erstmal Bohrungen. Und da kommen Dübel rein. Also ich habe ja hier bei dieser Siebdruckplatte nirgendwo vernünftige Leimfläche. Das ist ja alles sehr glatt. Und auch die Seite würde nichts bringen. Das heißt, das wird mit einer Dübelverbindung, die treibe ich einfach von außen rein. Das muss jetzt nicht verdeckt sein, das kann ruhig sichtbar sein, das ist nicht schlimm. Und wenn das dann so sitzt, kommt dann hier noch der Winkel drauf. Und der wird dann nochmal zusätzlich verschraubt, komplett durch. So. Also muss ich mir jetzt erstmal hier die Abstände anzeichnen. Das ist natürlich die Hälfte von der Plattendicke. Das sind jetzt 18 mm. So kann man auch gut als Tiefenmaß nehmen, hier mit der Kante den Messschieber. So, hier lege ich jetzt einfach nur fest, wo die Dübel hinkommen, damit ich dann nicht zufällig später wieder auf einer Schraube lande. Das wäre wieder genau mein Glück, dass der Dübel wieder genau bei der Schraube sitzt. Also mache ich mir jetzt hier einfach die Punkte.
die man natürlich hiermit überhaupt nicht sieht. Manchmal funktioniert das, aber meistens nicht. So, dann hier noch einen. Jetzt nehme ich mir die 9 mm, Hälfte von der Plattenstärke. So, mit dem Kantholz mache ich jetzt nichts anderes als diese Platte nach unten drücken, dass das hier unten dann später bündig ist. Ich muss das also irgendwie fixieren. Ich habe jetzt irgendwie keine Eckspanner oder solche Spielereien. Da muss ich mir jetzt so behelfen. Dann achte ich natürlich noch drauf, dass hier vorne bündig ist. Das ist ja später das, was auf die Grundplatte geschraubt wird. So, das ist jetzt alles nur dafür da, damit mir das jetzt einfach nicht verrutscht. Jetzt kann ich hier meine Bohrung setzen. So, Vorderzange gibt es keine, also muss das jetzt so gehen. Der Dübel ist da schon eingetrieben mit etwas Leim. Jetzt kann ich nur hoffen, dass das hier hält und mir nicht wegrutscht. So, damit ich jetzt hier einen sauberen Anschlag hinkriege vorne, spalte ich mir jetzt das davor und kann dann den linken, sieht man jetzt in der Kamera nicht, aber ist ja verständlich, was ich jetzt hier mache. So, jetzt habe ich mir zwei Stück schon mal kurz angebohrt. Die erste Bohrung setze ich jetzt mal komplett durch und verschraube die auch schon. Dann habe ich es bei den anderen einfacher. Ich bohre jetzt auch hier nur minimal oben den Schaft. Das mache ich jetzt so nach Gefühl, wenn ich die jetzt reinziehe, dann spaltet sich das unten nicht, das hält. Ich könnte jetzt auch noch weiter vorbohren, den Kern ein bisschen rausnehmen, 2 mm, aber das geht auch so. Für diese Richtung kommt jetzt hier noch der Keil hin, der hebt mir das in diese Richtung alles auf. Den arbeite ich da jetzt noch dran und dann ist es schon fast fertig. So, den ersten Testschnitt habe ich gemacht, ich lebe noch. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich mal halbwegs sinnvoll testen. Ich habe mir jetzt hier diese beiden Hölzer mal angezeichnet. Das wird jetzt ein Schlitz und Zapfen. Halt eben ganz klassische Dreiteilung und das Maß ist leider 34,4. Das ist also recht krumm, nicht ganz so schön zu teilen. Von daher kann das sein, dass es jetzt nicht so hundertprozentig schön wird, aber zum Testen denke ich mal reicht das. Gehen wir mal in die Kreissäge und gucken mal, was das Teil bringt.
Ja, ich würde sagen, das ist erfolgreich gewesen. Es passt also sehr gut rein, es ist sehr straff. Es ist auch alles komplett geschlossen. Was man natürlich sieht, ist, dass das Sägeblatt natürlich einen Wechselzahn hat. Das sieht man jetzt hier an diesen ganz minimalen Riefen und Spuren. Und dementsprechend hier oben auch. Wenn man also da einen Flachzahn nehmen würde, wäre das deutlich besser, das ist klar. Aber für den Versuch hat das jetzt ausgereicht. Ja, und hier ist natürlich an dem Holz ist eine Faser dran. Das sieht natürlich jetzt einfach doof aus. Aber ich hatte jetzt nichts anderes da, um das sinnvoll zu testen. Aber es ist auf jeden Fall eine absolut stabile Verbindung. Ich werde das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen beischleifen hier. Und wenn man das dann leimen würde, wird das gut aussehen. Ja, da hinten ist mir die Ecke ausgerissen, weil da nutzt man natürlich ein Opferbrett normalerweise. Das habe ich jetzt einfach vergessen. Wenn man da ein Opferbrett noch hinlegt, dann ist das eigentlich kein Thema. So, müsste dann so rum auch passen. Ja. So hätte man also eine Längsholzverbindung. Ist ja auch möglich. Wichtig ist es bei der Sache natürlich, dass man einfach da ein bisschen sich rantastet. Nicht sofort auf dem Strich sägen oder nicht sofort bis zum letzten gehen, sondern wirklich gucken, dass es passt. Ich habe vorhin auch schon mal einen Testschnitt gemacht, da habe ich mich schon mal versägt. Da war ich einen Millimeter daneben, das geht ganz schnell. Und wenn man da jetzt noch keinen Anschlag oder so dran hat, das ist ja jetzt alles noch frei geführt, dann geht das halt ruckzuck. Aber das ist jetzt wirklich optimal, also besser geht's nicht. Ja, und für solche Geschichten ist das Teil einfach. Wenn man mal irgendwie da mehrere von machen muss, dann ist das natürlich einfacher, als wenn man das mit der Hand macht. Also ich bin ja, begeistert. Für diese kleine, minimale Lösung ist das echt gut geworden. So, dann gibt es natürlich jetzt noch ein paar Sachen zur Sicherheit. Und da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden. Das ist natürlich jetzt ziemlich kritisch, was ich da gemacht habe. Das gucken wir uns jetzt nochmal zusammen an. Also grundsätzlich erstmal die Spanhaube ist ab. Das ist ja bei verdeckten Schnitten nötig. Die würde normalerweise so da drauf sitzen, das wäre der richtige Weg. Ich habe aber jetzt leider nur die und damit ist natürlich halt kein verdeckter Schnitt möglich, ganz klar. So, dann der zweite Punkt ist erstmal grundsätzlich die Konstruktion. Ich habe das Teil jetzt so gebaut, dass es hier eine große Fläche hat, wo es aufliegt, dass man hier wirklich auch aufdrücken kann. Dann kommt der nächste Punkt, ist natürlich die Stabilisierung. Dafür ist dieses Winkelteil, dass auch dieser Winkel halt einfach stimmt, logischerweise. Und gestützt wird diese Bewegung halt nochmal durch diesen kleinen Winkel. Also das Teil ist in sich stabil, es ist relativ leicht. Man müsste das aus stärkerem bzw. dickerem Holz machen oder noch beschweren oder was auch immer. Ich habe jetzt aber halt einfach nur diese Siebdruckplatte gehabt, diese 18er. Und es hat ja auch funktioniert. Und dann ist hier der Stahlwinkel, das hat man ja im Video gesehen. Der ist einfach dafür da, ich könnte natürlich jetzt das einfach so mit den Schraubzwingen festmachen. Dann habe ich aber die Gefahr, dass mir das Teil, wenn es eingespannt ist oder gespannt ist, dass es mir so abhaut, sich so dreht. Das soll natürlich nicht sein. Also habe ich hier meinen grundsätzlichen Anschlag und habe dann hier nochmal diesen Winkel als Anschlag und somit ist das Teil in diese Richtung absolut stabil, wenn ich das hier festhalte. So. Das soweit zur Sicherheit von der Geschichte. Und jetzt geht es natürlich noch um diese Zwingen. Im Idealfall würde man das jetzt hier so spannen und hätte dann einen Kniespanner oder irgendeine Vorrichtung hier für einen Kniespanner, der das richtig festzieht, der auch selbst an der Konstruktion fest ist. Weil hier, was kann natürlich passieren? Wenn ich die jetzt hier so festziehe, hält das natürlich erstmal, aber rein theoretisch kann sich so eine Schraubzwinge durch Vibration natürlich lösen, die würde dann ins Sägeblatt fliegen und da würde weiß Gott was passieren. Also das ist nicht die beste Lösung. Das muss einfach erwähnt werden, aber das wird jeder von euch auch selbst sehen, dass das nicht die Ideallösung ist. Ich habe aber jetzt noch nichts anderes hier, baue das dementsprechend nochmal später um. Nur, dass es einfach nochmal erwähnt ist. Also lose Teile, die sich abrütteln können, auf keinen Fall benutzen, weil die halt einfach ins Sägeblatt fliegen können. So, ein Kniespanner wäre dann halt eben hier dran befestigt, den würde ich dann hier umlegen oder von vorne oder wie auch immer und da kann dann nichts passieren. Ja, und beim Sägen, da will ich auch noch mal kurz drauf eingehen, warum ich das wie gemacht habe. Die Siebdruckplatte hat ja immer eine raue Seite und eine glatte Seite
In dem Fall ist die Grundplatte jetzt mit der glatten Seite unten, dass ich die einfach so leicht hin und her schieben kann. Weil wenn rau und rau bei einer Siebdruckplatte aufeinander stößt, dann ist das fast nicht zu bewegen. Und das gleiche gilt hier für diese Fläche. Da ist also jetzt auch die glatte Fläche, die liegt hier am Anschlag. Und deswegen habe ich hier auch minimal Reibung und kann die also schön hin und her führen. Und das Ganze dann halt eben mit zwei Händen locker bedienen, ohne dass ich da immer mich wahnsinnig anstrengen muss. Und der Vorteil dabei ist dann halt eben wieder, dass diese Fläche hier rau ist und die hat dann ein bisschen mehr Grip und hält natürlich dann das Werkstück einfach besser. So, das ist also auch tatsächlich alles durchdacht, das ist jetzt nicht einfach nur Zufall. Ja, grundsätzlich gibt es natürlich hier noch ein Problem mit dem Schiebeschlitten. Was heißt Problem? Einfach eine Einschränkung. Ich habe natürlich jetzt hier durch die Gesamtkonstruktion der Kreissäge, wen das interessiert, warum das so ist, der kann sich die Videos dazu angucken, die verlinke ich oben, habe ich natürlich hier ein bisschen Segelblatthöhe verloren. Also ich bin jetzt hier einfach begrenzt, was meine Werkstücke angeht. Also viel dicker darf es dann nicht werden, dann komme ich einfach mit der Segelblatthöhe nicht mehr hin. Das ist so eine kleine Einschränkung. Aber für dieses Holz hat das jetzt eben genau ausgereicht für den Versuch. Und was habe ich hier gemacht? Schlitz und Zapfen ist klar, das ist klassisch durch 3 geteilt. Und das ist jetzt auch ein ziemlich krummes Maß, das ist irgendwie 34,5 oder was. Und das muss man durch 3 teilen dann eben. Also da habe ich jetzt auch Glück gehabt, das funktioniert nicht immer auf Anhieb so gut, wenn man das alles einfach nur freihand anzeichnet mit dem Streichmaß oder was auch immer, wobei das noch nicht mal ein richtiges Streichmaß ist. Aber es hat funktioniert und dann brauche ich natürlich noch die Schnitthöhe, dass ich diese Tiefe abbilden kann und ja, das ist auch ganz einfach, das ist halt eben diese Höhe. Dann setze ich mir hier das Streichmaß so an, achte darauf, dass der Zahn, der gerade im oberen Bereich ist, dass wirklich die Spitze ganz oben steht. Also die sind ja auch noch leicht angeschrägt bei einem Wechselzahn. Dadurch kommen ja diese Wellen im Holz und das muss halt eben hier, wenn man das ganz leicht kratzen hört, dann passt das. So kann man sich das Sägeblatt einstellen und dann funktioniert das insgesamt. So, jetzt muss ich es nochmal zusammenstecken, weil es so schön ist. Ja, ich denke, da kann man mit leben. Das ist absolut in Ordnung. So, jetzt haben wir das mit der Sicherheit auch geklärt. Und einfach wirklich ernst nehmen. Das ist halt kein doofes Geschwafel. Das sieht man ja, dass diese Konstruktion auch, ja, wenn man die nicht richtig festhält und so weiter, da kann halt schon viel passieren. Das ist also auch Hintergrund des Videos gewesen. Ja, mit der Verbindung bin ich absolut zufrieden, bis auf den kleinen Ausreißer hier. Das gefällt mir ein bisschen. Oder es gefällt mir sehr gut sogar. Es passt wirklich hundertprozentig. Das macht schon Spaß. Ja, und das war's eigentlich schon. Dann würde ich mal sagen, Daumen hoch, Abo, wenn es euch gefällt. Und bis demnächst und ciao.